Wir treten in Regierungsverhandlungen ein, so wie es heißt, schon mit Donnerstag. Wobei das schon steht eindeutig unter Anführungszeichen, denn vielen geht's viel zu langsam. Allein etwa einen Monat hat man gebraucht, um von den Sondierungsgesprächen in die echten Regierungsverhandlungen zu kommen. Das ist von einigen bemängelt worden und Grund dafür ist einfach das große Loch im Budget, das klafft, und dass man da möglichst schnell in die Gänge kommen sollte, um eben auch eine tragfähige Regierung für die nächste Legislaturperiode zu haben, um sich mal zu überlegen, wie man dieses Loch auch wieder stopfen kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, es hat durchaus auch schon länger gedauert. Rekord war übrigens 1962-63, damals eine schwarz-rote Koalition, und 129 Tage, bis die Regierung gestanden ist. Wobei, es könnte ja noch länger dauern, denn nachdem die Sondierungsgespräche zwischen den Neos, der ÖVP und der SPÖ abgeschlossen sind, muss jetzt in Gruppen aufgeteilt und dann eben einzelne Themen bearbeitet werden, in Subgruppen und so weiter. Außerdem muss sich erst einmal herauskristallisieren, wer denn welches Ministeramt übernehmen wird oder ob es, man höre und staune, möglicherweise auch wieder Experten gibt, die nicht parteigebunden Ministerien übernehmen. Da war ja das Finanzministerium im Gespräch dafür. Fakt ist, aktuell liegt man noch ganz gut in der Zeit. Sollte man es tatsächlich schaffen, sich jetzt innerhalb kürzester Zeit zusammenzuraufen und die Koalitions- und Regierungsgespräche über die Bühne zu kriegen, sagen einige, vielleicht geht es sich ja sogar noch 2024 mit einer neuen Regierung aus. Viele andere meinen allerdings, naja, das wird wohl nichts werden, denn die Thematik, die ist durchaus schwierig. Auch die Neos haben Befindlichkeiten, was Ministerien angeht. Die SPÖ und die ÖVP, die waren sich vorher noch ziemlich uneins, also im Wahlkampf, aber scheinbar haben die Sondierungsgespräche dazu beigetragen, dass man hier auf einen grünen Zweig kommt. Also allen Ernstes, dass wir 2024 noch eine neue Regierung haben, ist doch eher unwahrscheinlich. Ja, und sollte es sich über die Feiertage verschieben, kann sein, dass wir den Rekord von 1962 doch noch brechen.